So, ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu endlich einer neuen Folge von Rome Total War 2 mit den Seleukiden und der Tier Challenge oder die Only Tier Challenge, irgendwie so. Genau, ja, ich mache endlich weiter. Ich kann endlich weitermachen. Ja. Hat mir sehr gefehlt, ehrlich gesagt. Ich musste ja eine klitzekleine Pause machen wegen gesundheitlichen Problemen und Arbeitsproblemen und alles wurde zu viel. Deswegen musste ich auch den Stream jetzt letzten Monat eben für einen Monat ausfallen lassen. Und davor war es auch eigentlich nur montags ein kurzer Stream. Weil hat mir ja immer super viel Spaß gemacht. Aber naja, war halt nicht drin. Und genau, jetzt machen wir endlich weiter. Ich freue mich, ich freue mich. Und ja, mal schauen, was wir hier so jetzt reißen können. Ich will jetzt nicht versprechen, dass wir wieder normal aufnehmen können. Oder ich. Dass wieder normal die Folgen kommen. Zweimal pro Woche hatten wir es, glaube ich. Das will ich noch nicht versprechen. Auf jeden Fall, die Streams kommen jetzt wieder regelmäßig. Schaut gerne vorbei. Montag und freitags ab 5 Uhr. Da spielen wir Assassin's Creed Odyssey am Montag und genau, am Freitag spielen wir so, ja, so, ja, manchmal Cyberpunk, manchmal Community Games und so weiter. Also, ja, mal schauen. Genau, jetzt aber genug Eigenwerbung und jetzt geht es mal hier weiter. Ich habe natürlich hier jetzt nicht sehr viel weiter gemacht. Wie denn auch, ne? Naja. Gut, der geht hier und der fliegt jetzt nach Norden. Das ist uns eigentlich wurscht. Galatien ist unser Feind. Das ist nicht sehr praktisch, vor allen Dingen wegen hier. Wir sind ja sowieso von Feinden umringt, ne? Öffentliche Ordnung ist gerade echt miserabel. Naja. Gut, na. Hier, so. Genau hier, also Pontos ist ein bisschen unsere Knautschzone. Armenien hat zum Glück nichts gemacht. Die da nerven uns ja ständig. Und Ägypten und Nabatäa, okay. Alles klärchen. Dann schauen wir mal nächste Runde, was pa passiert. Momentan haben wir ja auch nicht wirklich krasse Armeen am Start. Also wir haben drei. Und die sind gerade ein bisschen überfordert. Also momentan bin ich eher in... Ich bin sehr... Ich bin übertrieben überfordert. Okay. Diese Dame. Also ein Politiker, das ist nicht ganz so schlimm. Es ist natürlich ärgerlich, dass es von meiner Fraktion war, aber es ist nicht so schlimm wie jetzt ein General. Hier unten ist es gerade ein bisschen arg knifflig. Der hat sich immer noch eingebunkert. Ich könnte mit denen jetzt Jerusalem einnehmen. Die haben 10 einmal Pikeniere und 10 Garnisonen insgesamt. Ägyptische Pikeniere. Ja, okay. Die haben insgesamt 3 Pikeniere und sonst nur Quark. Da muss ich halt schauen, dass ich gegen die Pikeniere ankomme. Der geht mal zurück hier rein. Elefanten zusammen mit Palmyra. Hier mit Pikeniere.
Ja, drei Pikminier. Das kann er nicht einnehmen. Gut. Also die da ist schon mal gesichert. Ich würde gerne mal hier schauen, was Galadien zu bieten hat. Ist zwar eine kleine Verschwendung für unsere Spionen, weil die dann hier am Bobbes der Welt ist, also in Kleinasien, in der heutigen Türkei, und die kann halt dann nicht hier in Seleukia oder hier unten Nabatea ausspionieren. Aber ich will halt wissen, ob hier von Galadien irgendwas droht. Genau. Die Frage ist natürlich, warte. Also erstmal hier schauen, Fraktion war nicht. Krieg erklärt, warte wer. Darum, ja, okay, das interessiert uns nicht. Oh, okay. Gut, also wir haben 3000. Die Frage ist natürlich, ob wir hier in dieser Provinz was ausgeben sollten. In Klammern dürfen, weil wenn wir hier natürlich jetzt voll ausgeben, also ziemlich viel ausgeben und die dann erobert werden, ist das sehr negativ. Ich gebe aber hier mal den Getreidehof oder wie heißt das, Getreidegrube, gebe ich mal aus, weil der sehr viel für sehr viel für die Verstärkungsrate gibt. Und das werde ich sehr sicher brauchen. Okay. Okay, hier bekomme ich nicht mehr Garnison. Deswegen lasse ich das mal aus. Hier ist eine Full-Stack-Armee. Also fast. Die Frage ist, ob ich hier bleiben soll. Ich bleibe mal hier. Die können nicht alle gleichzeitig angreifen. Das ist schon mal gut. Die da haben auf jeden Fall, also hier dreimal Pikiniere. Die Peltasten sind gut. Bisschen Fernkämpfer. Und die haben auch, warte, nochmal einmal Pikiniere. Also 4 Pikiniere insgesamt in der Stadt ist gut. Elefanten in der Stadt sind auch ein bisschen pornös, will ich das mal ausdrücken. Und die Streitwegen können dann alle weichen Ziele angreifen. Gut, also die da sind, glaube ich, in den ersten beiden Schlachten sicher. Und dann werden sie sehr low sein und dann kommt wahrscheinlich die dritte Armee. Also die, vor denen habe ich eigentlich keine Angst. Vor denen habe ich mehr Angst. Die sind alle so Kavallerie stark. Okay. Kulturelle Geheimaktion. Nahkampf für alle Infanterie, Nahkampf für alle hellenischen Infanterie mit Speeren. Ich mache wahrscheinlich eher die Speere. Da habe ich. Also hier die ganzen sind. Ja. Die haben Schwerter, die haben Bögen und Zähne. Genau, dann. Aber hier bringt das auf jeden Fall am meisten mit den Speeren. Der ist schon 89 Jahre alt. Puh. Wisst ihr, was doof wäre? Wisst ihr, was richtig doof wäre? Wenn die jetzt angreifen, beziehungsweise wenn er jetzt, wenn ich eine Runde beenden drücke, wenn er jetzt stirbt und dann greifen die an, dann habe ich ein Problem. Okay, die können das nicht einnehmen. Geh mal hier in die Nähe.
Wenn der jetzt hier hingeht, dann kann ich dann zurückgehen. Ja. Weil Palmyra kann er nicht einnehmen. Dafür habe ich zu viele Pikiniere. Okay, da kommt jetzt wahrscheinlich ein Angriff. Ja, doch nicht. Wahrscheinlich ja irgendwie blöde Agentenaktion oder so. Wo gehen die denn hin? Wollen die über die eine Brücke hin? Feste Preise. Okay. Natürlicher Tod, Spionen. Oh Gott. Ja, super. Hä? Die eine Spionin ist ja da. Okay, das ist gerade. Die wollen wahrscheinlich hier hin. Okay. Also, der macht mir gerade keine Sorgen, es sei denn, er fängt an zu plündern. Das, was ich gerade hier mache. Oh, das ist ja gar nicht mehr meiner. Die versperren halt jetzt hier den Weg. Warte, hier, wenn wir schauen, ist hier noch irgendjemand? Nee, okay. Gut, die könnten jetzt entweder sich auf den Weg hierhin machen oder der hat ein Problem. Mit Armenien, könnte auch sein. Hier die... Es ist halt so schwer, das abzuschätzen, weil... hier bleibt halt immer noch dieser krasse Druck. Die könnten jetzt eigentlich auch... Ja, wobei... Eigentlich müsste ich mit denen... Eigentlich müsste ich mit ihm... angreifen. Eigentlich müsste ich mit ihm irgendjemand angreifen. Weil der General ist so Bombe. Der ist Stufe 10. Und hat hier halt... Ja, Angriffsbonus für Kavallerie. Und Macht und Motivieren und ach, so gut. Und Loyalität ist auch wichtig. Gut. Ich könnte mit dem versuchen, hier das einzunehmen. Ist zwar mit, ja, also eingebunkert ist zwar immer nervig, weil ich gehe mit ihm da hoch. Und mit denen bleibe ich hier in der Stadt. Ich glaube, das triggert die dann, wenn ich hier hingehe. Es wäre auf jeden Fall... Ja, dann muss ich hier reingehen, damit hier die öffentliche Ordnung noch weiter gepusht wird. Dann mache ich hier auch mal ein bisschen mehr. Ja, Streitwagen. Was soll ich eigentlich mit dem machen, ne? Der ist ein bisschen... Er ist hier ein bisschen nutzlos, wenn ich ehrlich bin. Aber er kann halt plündern. Also der traut sich noch nicht anzugreifen. Er wartet wahrscheinlich auf eine dritte Armee. Beziehungsweise auf eine zweite Armee, weil das ist ja nichts. Genau. Momentan kann ich halt leider wirklich nur warten. Ist ein bisschen ärgerlich. Ich versuche mal hier, warte. Pionier. Belagerung. Waffenschmied. Okay, also das da brauche ich safe nicht. Ich habe ja hier schon die Streitwegen.
Streitwagen, Entschuldigung. Die hellenischen Kataphrakte werden halt richtig strong. Kavallerietaktik brauche ich dafür. Wo ist die denn? Wo ist die denn? Okay, die habe ich schon. Gut. Bewegungsreichweite, Verstärkungsrate, Kosten für Belagerungseinheiten. Warte, hab ich? Ne, hier oben ist Eisen. Was ist das nächste Eisen? Muss ich mal kurz spicken. Also hier. Ich schaue das gerade für hier und da. Ich schaue das gerade für die mögliche Schmiede. Bis ich da oben eben das hab, werde ich mal hier. Oh. Das ist, glaube ich, Taktik. Nee, das ist hier. Unterhaltskosten. Für Söldner. Nee. Verstärkungsrate ist gut. Aber ich will Munition, Rekrutierungskosten weniger und Unterhaltskosten weniger. Ich nehme den da noch mit und dann pushe ich auf Versorgungs Ding, damit meine Armee weniger kostet. Weil momentan habe ich echt. Oh, Entschuldigung. Das war das Mikro, genau. Okay, jetzt greift er an mit 2,6 und 700. Das macht zusammen nach Adam Riese 3,3. Also 3.360. Und der sagt, er hat eigentlich alles in der Hand. Ich habe 1.300. Der ist mir 1 zu 2,5 oder sagen wir mal 3, das klingt besser. 1 zu 3 überlegen. Aber ich glaube, das kann ich schaffen. Die Pekiniere werden heftig. Die muss ich irgendwie von vorne austricksen und von hinten dann zermalmen. Am besten mit den Elefanten. Er hat wenig Fernkämpfe, also wenig weiche Ziele. Entschuldigung. Komm. Das probieren wir mal. Warte mal. Hier. Ist ja klar, ich habe, glaube ich, im Januar, also Ende Januar, das letzte Mal Rome gespielt. Und jetzt gleich so eine übertrieben schwere Schlacht. Und die heißt noch blöd. Die Flügel des Pegasus. So. Ist aber nicht ein schlechter Name ist. Ist das. Aber wir haben auf jeden Fall eine sehr gute Area. Schlachtfeld. Das ist auf jeden Fall gut. Okay, wir haben nur einen Streitwagen und das ist unser Boss. Okay. Gut. Okay, die Kamele werde ich wahrscheinlich ein bisschen wegschmeißen. Okay, der geht hier hin. 4 und 4, das passt, okay. Also die Kamele sind eigentlich nur gut gegen andere Kavallerie. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Okay, die kommen gleich von hinten. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann werde ich mit den Kamelen ein bisschen schneller hin. Die Elefanten hier hin. Streitwagen gehen dahin. Warte. Ah, die waren nicht sortiert. Habe ich vergessen. Gut, also ich will versuchen, die auf jeden Fall hier.
hier schnell aufzulösen. Elefanten! Kriegselefanten! Ja, wobei. Wir erwarten eure Befehle! Kriegselefanten! Bereit, mein Herr, eure Befehle? Sag sie an schon! Unser General wird angegriffen! General! Okay. Kamele, bitte gegen den. Streitwagen weg. Ich erwarte eure Befehle. Okay, das passt soweit. Die müssen halt jetzt schauen, dass sie nicht durch die... Ah, okay. Der ist wieder in Ordnung. Durch die Elefanten getötet werden. So. Das passt, das passt, das passt. Die da fahren einfach mal durch. Okay. Die einfach das hier ignorieren und einfach weiterschießen, ne? Das ist echt ein bisschen ärgerlich. Okay, hier, das sind normale. Kriegselefanten hier hin. Okay, hier sind. Okay, gut. Die sind schon mal weg. Die Pekiniere kommen jetzt hier hin. Die Elefanten können mal hier ein bisschen Dampf ablassen. Okay, hier die da. Das ist schon mal gut. Gut, Elefanten sind immer sehr praktisch für Tanken. So. Ach ja, das, ja. Okay, dann ihr kommt hier hin. Okay, aber das sieht doch ganz gut aus. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Schnell die Pekiniere ausschalten. Ich glaube, das war's dann. Ja, kümmert euch mal darum. Der ist schon weg. So. Ah, ja. Wieso schießen die eigentlich noch weiter? Aber ja. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Also zwei Elefanten habe ich wahrscheinlich verloren. Könnte ich mir gut vorstellen.
Kann ich mir gut vorstellen, ne? Weil die sind ja frontal gegen die Pikiniere rein. Aber das musste ich halt tun, damit die anderen alle von der Seite und so weiter angreifen konnten. Ah ja. Bin mal gespannt auf die Killrate. Okay. Und der letzte. Und fertig. Gut, entscheidender Sieg. Das hätte ich echt nicht gedacht. Ja, für 200, 600, 300, 225. Ja, Verluste 300. Ist natürlich bei einer Aufstellung von 1300 viel weniger. Oder viel mehr im Gewicht. Ne? Aber ihn habe ich eigentlich so ziemlich vernichtet. Also der hatte 3300 und fast alles verloren. Sehr schön. Aber ich habe auch einen Elefanten verloren. Ich mach mal das da, damit ich Kohle bekomme. Da bin ich jetzt mal gespannt. Okay. Oh nein. Und er ist tot. Die 501. Natürlich die 501. Ja. Aber bitte mit Elefant. Ein Streitwagen ist ja nicht ganz so universell einsetzbar. Wie ein Elefant. Neuer Anführer. Natürlicher Tod. Ja. Gut. Entweder ich greife da jetzt an. Oder nicht. Gut, aber das entscheiden wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Und wie gesagt, sorry für die lange Pause. Ich hoffe, wir können jetzt öfters und regelmäßiger zocken. Das wäre ganz cool. Gut, mach's gut. Bye, bye.